Bei den Zukunftsmobilisten. Ich begrüße heute die Paris-Dakar-Gewinnerin Jutta Kleinschmidt. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor. Ja, also ich bin Jutta Kleinschmidt, liebe Motorsport und liebe aber auch alle neuen Technologien. Mein Background ist ja Physikingenieur, so habe ich angefangen in der Autoindustrie und bin dann zum Motorsport gekommen. Also deswegen mag ich beides sehr und hoffe, dass wir auch in der Zukunft weiter Motorsport sehen. Glaube ich persönlich auch. Es hat es aber auch schon bei Pferderennen gegeben, dass irgendwie einer schneller sein wollte als der andere. Und früher sind sie gelaufen. Also ich glaube, das bleibt. Auch wenn ein Motor nun dann in dem Fall ein Elektromotor drin ist. Aber wie haben wir mal 20, 25 Jahren so aus der Perspektive des Motorsports ergeben? Wie sind die ersten alternativen Antriebe so in den Motorsport gesickert? Ja, ich glaube, ein bisschen angefangen war das sogar beim Langstreckenklassiker. Das waren sehr Nischenprodukte. Ich würde sagen, richtig losgegangen oder da ist es eigentlich mit der Formel E, wo wir sagen, oh, jetzt haben sich tatsächlich, oder da ist es eigentlich mit der Formel E, wo wir sagen, oh, jetzt haben sich tatsächlich große Hersteller für Elektromobilität interessiert. Und man kann das sehen, 8 Hersteller sind ja momentan in der Formel E. Und wir sehen auch einen Trend, dass die Hersteller aus den anderen, ich sage jetzt mal verbrennungsangetriebenen Motorsportarten, sich vor allem aus den nicht so, ich sage jetzt mal, Topklassen wie der Formel 1 zurückziehen. Und das ist natürlich für den Motorsport, ja, ich sag jetzt mal, eine große Challenge. Was Sie eben angesprochen haben, ist mir auch noch in Erinnerung. Ich suche das auch noch mal raus und stelle es wahrscheinlich dann in den Shownotes hier beim Podcast auch ein. Das war diese Wildcard bei Le Mans. Also es gibt dieses klassische Reglement, was man halt kennt im Motorsport und eben bei Le Mans, also Benziner, dann hat der Diesel ja als Antrieb von 2000 eigentlich sehr stark schon sehr dominiert. Ich weiß nicht, wie viele Siege Audi produziert hat, aber das sind sehr viele. Es gab immer dann diese Wildcard. Mhm. Wir haben bei Le Mans zum ersten Mal Wasserstoffantrieb gesehen. Und wir hatten einmal das Canoe von Nissan, was also im Prinzip ein Downsizing-Verbrenner war, der dann mit verschiedenen, der keine aufwendigen Flügeln hatte. Was ist der Sinn von solchen Experimentierfeldern und wie hat man das dann sich weiterentwickelt? Also ich glaube, der Sinn, da gibt es zwei Sachen. Das erste ist sicherlich Aufmerksamkeit, PR, Presse, ganz klar, wenn ein Thema interessant ist. Aber ich glaube, was auch ganz wichtig ist, der Motorsport war ja immer Vorreiter für neue Technologien und auch ein Einsatzfeld, die zu probieren und zu testen, was funktioniert im Grenzbereich vor allem, wenn man ans Limit geht. Und gerade zum Beispiel ja auch bei der Elektromobilität ist das ja ein großes Thema, weil klar, so ein Auto auf der Straße fahren, das wissen wir, das funktioniert mittlerweile ganz gut. Aber wir reden ja immer davon, ja, da muss man sehr, sehr sparsam fahren, man muss sehr vorausschauend fahren, um weit zu kommen. Und im Motorsport ist das ja ein bisschen eine andere Philosophie, sondern man versucht ja möglichst schnell ins Ziel zu kommen. Und deswegen ist das natürlich auch eine interessante Challenge, zu sagen, wie weit kann ich denn mit diesen Technologien also dann auch noch leistungsstärker unter extremen Bedingungen zu entwickeln. Ja. Ja, die Batterie natürlich in dem Fall, glaube ich, eben auch diese Leistung rauszuziehen in dieser, also diese viele Leistung rauszuziehen in der kurzen Zeit, weil da habe ich natürlich Probleme mit Temperaturen und solche Geschichten. Und das ist ja schon sehr interessant, in dieser Richtung zu testen und zu forschen. Und der Motorsport hat halt den Vorteil zu sagen, aha, da sind jetzt viele Gelder da, Entwicklungsgelder da, und da
da kann man genau diese, ich sag jetzt mal, diese Extremsituationen ganz gut testen. Es gab übrigens und auch noch diese, bei der Rallye Monte Carlo gab es ein ähnliches Konzept, dass man da auch mal alternative Antriebe außerhalb der Konkurrenz hat starten lassen. Aber Ist es noch zu jung zu sagen, dass uns der Motorsport irgendetwas gebracht hat, wie zum Beispiel den Allradantrieb? Also das war ja im Prinzip mit dem Quattro am Beginn der 80er in der Rallye-Sport erprobt. Heute ist es auch schon lange in der Serie drin und ja auch irgendwo ein Sicherheitsfeature, dass man also wirklich schon eine konkrete Entwicklung herausgreifen kann aus diesem alternativen Antrieben im Motorsport und was das für die Serie bedeutet? Oder wird man das noch in ein paar Jahren erst sehen? Also ja. Da müsste man natürlich jetzt die Hersteller fragen, was sie genau daraus ziehen. Das ist für mich jetzt ein bisschen schwierig. Aber zu sagen, dass wir da auf alle Fälle schon Erkenntnisse von haben, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich glaube, wir werden noch viele andere Sachen sehen. Also ich glaube zum Beispiel gerade im Motorsport, ich habe das letztes Jahr auch mal ein bisschen analysiert, weil das für mich ein sehr, sehr interessantes Thema ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir im Motorsport auch sehr wohl Wasserstoff sehen werden in Verbindung mit Elektromotor. Also weil gerade zum Beispiel, wenn wir zu unserer Sportart kommen, wo wir dann auch weiterfahren müssen, ja, also wo die Rennstrecke eben nicht nur wie bei jetzt der Formel E eine halbe Stunde ist, sondern wo ich eben dann wirklich auch mal 2-3 Stunden unter Rennbedingungen fahren muss. Da glaube ich, wird sich Wasserstoff mehr bewähren, weil es eben einfach eine viel, viel höhere Energiedichte hat. Und sicherlich der Effizienzfaktor ist nicht so hoch, aber wenn ich zum Beispiel das Wasserstoff wirklich grün aus erneuerbarer Energie, die im Überschuss auch noch da ist, weil das haben wir ja im Moment schon, dass teilweise abgestellt wird, zum Beispiel die Windanlagen oder runtergefahren werden, weil wir zu viel produzieren, wenn die Sonne zu viel scheint und solche Sachen, dann glaube ich, ist der Wirkungsgrad auch nicht mehr so entscheidend. Also ich glaube, dass wir im Motorsport gerade solche Technologien in Zukunft auch sehen werden. Also und auch da werden wir sehr viel für die Serie unseren kleinen Internetleuten hier als Podcasthörer erklären. Worüber Sie reden, sind Rally-Rates-Prinzip. Also Cross-Quanti. Ja, wir nennen es Cross-Quanti. Die also Paris-Dakar, Dubai, man fährt im Prinzip eine Zeitprüfung auf einer langen Strecke, meistens verbinden zwischen zwei Orten. Was sind das für Bedingungen? Also eher im Prinzip 3 Stunden Vollgas in der Wüste oder ist es noch... Ja, so in der Richtung kann man sich das vorstellen. Also nicht nur Wüste, das geht ja über alle Offroad-Bereiche, aber definitiv Etappen von, ich sag jetzt mal im Schnitt 400, 500 Kilometer bis zu 800 Kilometer. Heute darf eine Etappe bis zu 800 Kilometer auf Zeit sein. Und da gewinnt halt derjenige, der dort am schnellsten war. Es ist halt ein Rennen. Und insofern muss ich da die Möglichkeit haben, die ganze Zeit ja am Limit zu fahren. Und da komme ich mit Batterie elektrisch im Moment ja zu schnell an die Grenze. Also das geht über kurze Distanz, aber es geht nicht über die längere Distanz und Zeitdauer. Mhm. Aber Wasserstoff würde durchaus funktionieren. Und weil es ja noch eine höhere Energiedichte hat als sogar Benzin. Aber da haben wir noch ein bisschen wenig Erfahrungen unter Extrembedingungen. Und deswegen, oder so gut wie keine, sagen wir es mal so. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein sehr interessantes Thema ist für Hersteller. Und dass wir auch gerade in Zukunft einen Mix sehen werden. Ich glaube, es wird nicht alles batterieelektrisch sein. Ich glaube, wir werden auch wasserstoffelektrisch fahren. Das heißt im Prinzip, wir haben einen Wasserstofftank mit Wasserstoff, wir haben eine Brennstoffzelle und dann haben wir einen elektrischen Motor. Ja? Also sprich, wir erzeugen aus dem Wasserstoff die Elektrizität durch die Brennstoffzelle, um das jetzt ganz einfach zu machen. Und fahren dann so elektrisch, anstatt einer Batterie. Da hat natürlich noch eine Bufferbatterie, also so eine Speicherbatterie drin, die das ausgleichen muss. Und auch hier werden wir einige Probleme bekommen,
was die schnelle Umwandlung geht, um genügend Leistung aus der Zelle zu bekommen. Also solche Sachen, glaube ich, sind super spannend und interessant, Technologien, die wir auch in Zukunft... Den Punkt nochmal, das ist jetzt auch wieder 2018, weil jetzt auch Mercedes wieder einen großen SUV zum ersten Mal halbwegs als Serienfahrzeug mit Wasserstoffantrieb auf den Markt bringt. Ich hatte hier... Können die Hörer gerne bei Jochen Pallasch nachhören. Es gibt jetzt halt die Überlegung, Wasserstoff an den großen Transitstrecken zu setzen. Also ein großer LKW, der praktisch von Danzig nach Paris fahren muss, ist der batterieelektrische Antrieb auch eher nachteilig. Und dass man eben Wasserstofftankstellen an diesen Transitstrecken hat und dann diese großen langen Strecken eben mit Wasserstoff abfertigt. Dass der ähnliche Ansatz, was Sie jetzt eben geschildert haben, ist ja dann, dass man praktisch lange Strecken in der Wüste unter Extrembedingungen oder in Südamerika oder wo auch immer einmal erprobt praktisch damit. Ja. Genau. Und das wäre auch, wir haben auch ähnliche Infrastruktur. Jo, hier ist das Ende erreicht, diese Episode aus der Podcast-Reihe Die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten elektroauto.org/Zukunftsmobilisten oder automatisiertesauto.de/Zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin, also Menschen im AG 1 und 2 Bezug zahlen weniger, als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder hier bei den Zukunftsmobilisten ein neues Interview gibt. Bis dann, tschüss!